Hallo und willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video erzählen wir Ihnen von der Besetzung der TV-Serie Das Boot 1881 damals und heute im Jahr 2024. Fangen wir an. Nummer 1. Jürgen Prochnow als Hauptmann. Henrich Lehmann-Willenbrock ist eine seiner Lebensrollen im klassischen Kriegsfilm Das Boot 1881. Prochnow wurde am 10. Juni 1941 geboren, als er an diesem Film mitwirkte und war 40 Jahre alt. Regie bei Das Boot führte Wolfgang Petersen nach dem gleichnamigen Roman von Lothar Günther Buchheim über das harte Leben der Besatzung des deutschen U-Bootes U-196 im Zweiten Weltkrieg. Als Kapitän Lehmann-Willenbrock hat Jürgen Prochnow einen ebenso harten wie menschlichen U-Boot-Kommandanten hervorragend dargestellt. Kapitän Henrich Lehmann-Willenbrock ist ein erfahrener Kommandant, der gefährlichen Situationen kalt gegenübersteht, aber gleichzeitig sehr um das Überleben der Besatzung unter seinem Kommando besorgt ist. Prochnows Rolle stellt die Psychologie eines Kommandanten im Kontext eines brutalen Krieges dar, in dem jede Entscheidung von entscheidender Bedeutung ist. Er musste sich nicht nur äußeren Feinden stellen, sondern auch dem mentalen Druck seiner Besatzung unter rauen Unterwasserbedingungen. Kapitän Lehmann-Willenbrock war mit seinem ruhigen Auftreten und Führungsqualitäten stets bemüht, den Zusammenbruch der Mannschaftsmoral auch in nahezu ausweglosen Situationen zu verhindern. Prochnow gelingt es, den Stress und die geistige Ermüdung zu vermitteln, die ein Kommandant insbesondere in Ozeanschlachten ertragen muss. Dank dieser Rolle erhielt Jürgen Prochnow viel Lob von Kritikern und internationalem Publikum und trug dazu bei, Das Boot zu einem der besten Kriegsfilme aller Zeiten zu machen. Prochnows starker und introspektiver Schauspielstil in der Rolle des Hauptmanns Lehmann-Willenbrock verhalf ihm zu Weltruhm und eröffnete ihm zahlreiche Schauspielmöglichkeiten in Hollywood und in internationalen Filmen. Im Jahr 2024 ist Jürgen Prochnow 83 Jahre alt. Doch seine Rolle als Kapitän Henrich Lehmann-Willenbrock in Das Boot bleibt einer der wichtigen Meilensteine seiner Karriere. Diese Rolle stellt nicht nur das Leben der U-Boot-Fahrer während des Zweiten Weltkriegs realistisch dar, sondern zeigt auch die Tiefe und psychologische Stärke eines Kommandanten inmitten eines gefährlichen Krieges. Nummer 2. Herbert Grönemeyer ist als Leutnant Werner, ein Kriegsberichterstatter, eine der bemerkenswerten Figuren im Film Das Boot, 1881. Herbert Grönemeyer wurde am 12. April 1956 geboren, als er an diesem Film mitwirkte und war erst 25 Jahre alt. Das Boot von Wolfgang Petersen ist einer der berühmtesten Kriegsfilme aller Zeiten. Und seine Rolle als Leutnant Werner markierte einen Wendepunkt in Grönemeyers Schauspielkarriere. In Das Boot ist Leutnant Werner ein Kriegsberichterstatter, der das Leben und die Einsätze der Besatzung des Nazi-U-Boots U-196 während des Zweiten Weltkriegs dokumentieren soll. Als Außenseiter und nicht als direktes Mitglied der Besatzung muss sich Werner dem Unterschied zwischen seinen Erwartungen und der harten, stressigen Realität des Seekriegs stellen. Werner ist jung, unerfahren und zeigt sich oft überrascht und sogar schockiert über die Dinge, die er während der Reise sieht. Werners anfängliche Naivität verschwindet allmählich, während er ein tieferes Verständnis für die Angst, den Stress und das Leid der U-Boot-Fahrer gewinnt. Herbert Grönemeyer hat die psychologische Transformation der Figur Werner hervorragend zum Ausdruck gebracht. Von einem theoretisierenden Reporter fernab der Realität zu jemandem, der die Härte und Besessenheit des Krieges versteht. Werner erlebte gefährliche Momente, als die U-96 von alliierten Kriegsschiffen verfolgt wurde und Angst hatte, in der Tiefsee gefangen zu sein. Durch Werners Augen spürt der Zuschauer nicht nur das Leben auf einem U-Boot, sondern auch die Zerbrechlichkeit und den extremen Stress der Soldaten. Der Film Das Boot brachte Grönemeyer nicht nur als Schauspieler große Erfolge, sondern verhalf ihm auch zu internationalem Ruhm. Doch nach diesem Film konzentrierte sich Herbert Grönemeyer auf seine musikalische Karriere und wurde mit vielen erfolgreichen Alben zu einem der bekanntesten Musiker Deutschlands. Im Jahr 2024 ist Herbert Grönemeyer 68 Jahre alt. Und obwohl er als Musiker bekannter ist, ist seine Rolle als Leutnant Werner in Das Boot
immer noch ein denkwürdiger Höhepunkt seiner Schauspielkarriere. Diese Rolle stellte nicht nur Grönemeyers schauspielerisches Talent unter Beweis, sondern trug auch zum Erfolg eines der besten Kriegsfilme aller Zeiten bei. Nummer 3. Klaus Wennemann, der im Film Das Boot 1981 den Chefingenieur Fritz Grade spielte, ist einer der Schauspieler, die durch sein subtiles und tiefgründiges Spiel einen starken Eindruck hinterließen. Klaus Wennemann wurde am 18. Dezember 1940 geboren, als er in dem Film Das Boot mitspielte, und war 41 Jahre alt. Seine Rolle in diesem Film verhalf ihm zu einem tiefen Eindruck, Roberte, die Herzen von Publikum und Kritikern gleichermaßen. Wenn wir bis heute zählen, verstarb Wennemann am 7. Januar 2000 im Alter von 59 Jahren. In Das Boot ist Fritz Grade, gespielt von Klaus Wennemann, der Chefingenieur des Nazi-U-Boots U-96 im Zweiten Weltkrieg. Dies ist eine komplexe Rolle, die nicht nur äußere Leistung, sondern auch die psychologische Kompetenz einer Person erfordert, die eine wichtige Verantwortung für die Sicherheit und den Betrieb des gesamten Schiffes trägt. Der Charakter Fritz Grade wird als ruhiger, verantwortungsbewusster Mensch beschrieben, der sich sehr gut mit U-Boot-Technologie auskennt. In Stresssituationen stand er vor technischen und mentalen Herausforderungen, als sein U-Boot angegriffen und schwer beschädigt wurde. Klaus Wennemann demonstrierte sehr überzeugend die Geduld und den Mut eines Chefingenieurs, der stets unter enormem Druck stand, die U-Boot-Systeme unter kritischen Bedingungen zu warten. Seine Entscheidungen beeinflussen nicht nur den Erfolg der Mission, sondern auch das Leben der gesamten Besatzung. Der Charakter Fritz Grade erfüllt nicht nur eine technische Rolle, sondern ist auch Begleiter und spiritueller Halt für seine Teamkollegen, insbesondere in Momenten extremer Belastung und Müdigkeit. Wennemanns realistisches und emotionales Spiel trug zum Erfolg von Das Boot bei und machte den Film zu einem Klassiker des Kriegsfilmgenres. Der psychische Stress, den seine Figur erfährt, spiegelt die Härte und das psychologische Trauma wider, denen die Soldaten im Zweiten Weltkrieg ausgesetzt waren. Klaus Wennemann verstarb am 7. Januar 2000. Aber seine Rolle als Chefingenieur Fritz Grade in Das Boot bleibt eine der denkwürdigsten Rollen seiner Karriere. Dieser Film verschaffte ihm nicht nur Anerkennung beim Publikum, sondern verhalf ihm auch zu einem der prominenten Gesichter des damaligen deutschen Kinos. Nummer 4. Hubertus Bengsch, der im Film Das Boot 181 den Leutnant 1 Nummer 1 1WO spielte, ist ein Schauspieler, der maßgeblich zum Erfolg dieses klassischen Kriegsfilms beigetragen hat. Bengsch wurde am 10. Juli 1952 geboren, als er an dem Film teilnahm, und war erst 29 Jahre alt. Das Boot von Wolfgang Petersen ist nicht nur im deutschen Kino, sondern weltweit zu einem herausragenden Werk geworden, das das Leben und die Prüfungen der Besatzung des U-Bootes 69 während des Zweiten Weltkriegs realistisch widerspiegelt. In Das Boot wird Leutnant 1, Nummer 1, als eines der Schlüsselmitglieder der Besatzung dargestellt, der dafür verantwortlich ist, die Entscheidungen des Kommandanten zu unterstützen und die täglichen Aktivitäten auf dem Schiff zu leiten. Dieser Charakter wird als ernsthafter, leidenschaftlicher und fähiger Mensch dargestellt, der oft als Brücke zwischen dem Kapitän und anderen Seeleuten fungiert. In dieser Rolle bewies Bengsch nicht nur Entschlossenheit, sondern auch Führungsstärke in Stresssituationen, was deutlich die Härte und den Druck widerspiegelt, denen Soldaten unter Wasser ausgesetzt sind. Hubertus Bengschs Auftritt als Leutnant 1, Nummer 1, vermittelt dem Publikum ein hautnahes und realistisches Gefühl. Er drückte gekonnt die Ängste, Spannungen und Momente der Solidarität zwischen den Teammitgliedern aus. Durch seine Interaktion mit anderen Charakteren, insbesondere zwischen ihm und dem Kommandanten, spürt das Publikum, wie wichtig Teamarbeit in einer gefährlichen Umgebung wie einem U-Boot ist. Obwohl Bengschs Rolle nicht die Hauptrolle spielte, trugen seine Präsenz und sein schauspielerisches Talent dazu bei, eine realistische und kraftvolle Atmosphäre für den Film zu schaffen. Die Persönlichkeit der Figur zeigt auch den Kontrast zwischen Mut und Angst, ein häufiges Thema in Das Boot. Im Jahr 2024 ist Hubertus Bengsch 72 Jahre alt und seine Rolle als Oberleutnant Nummer 1 in Das Boot
ist immer noch ein wichtiger Teil seiner Karriere. Dank seines realistischen und anspruchsvollen Schauspiels trug Bengsch zum Erfolg eines der besten Kriegsfilme aller Zeiten bei, indem er das Leben von Soldaten im Kontext eines erbitterten Krieges eindringlich schilderte. Nummer 5. Martin Semmelrogge, der im Film Das Boot 1981 den Leutnant 2WO spielte, lieferte eine beeindruckende Leistung ab und trug dazu bei, ein realistisches Bild vom Leben der Besatzung auf dem U-Boot U-96 während des Zweiten Weltkriegs zu zeichnen. Semmelrogge wurde am 8. Dezember 1955 geboren und war erst 26 Jahre alt, als er in diesem Film mitwirkte. Das Boot von Regisseur Wolfgang Petersen ist eines der herausragendsten filmischen Werke über den Krieg und zeigt die Härte und den Druck, denen Soldaten in der Tiefsee ausgesetzt sind. Als Leutnant 2WO verkörperte Martin Semmelrogge einen mehrdimensionalen Charakter, der die Unsicherheiten und Sorgen eines jungen Soldaten im Kontext eines brutalen Krieges widerspiegelt. Semmelrogges Charakter ist nicht nur ein verantwortungsbewusster Offizier, sondern auch Zeuge des Stresses und der mentalen Krise der Besatzung, wenn sie stehen vor Situationen, in denen es um Leben und Tod geht. Sein Schauspielstil zeigt deutlich Ängste und Sorgen und stellt gleichzeitig eine Verbindung zu anderen Soldaten im Team her. Semmelrogge schuf ein realistisches und sympathisches Bild des Oberleutnants. 2WO, das die menschliche Psychologie zum Ausdruck bringt, wenn sie in extrem stressigen Situationen Entscheidungen treffen müssen. Mit seinem schauspielerischen Talent verdeutlichte er die Müdigkeit und den Druck, denen Seeleute auf langen, gefährlichen und stressigen Reisen ausgesetzt waren. Neben den spannungsgeladenen Momenten bringt Martin Semmelrogge auch leichtere Elemente in seine Rolle ein und trägt so dazu bei, die Emotionen des Films auszugleichen. Die Interaktionen der Figur mit anderen Besatzungsmitgliedern sorgen nicht nur für mehr Realismus, sondern demonstrieren auch Teamwork, ein wichtiges Element im Leben unter dem Meer. Im Jahr 2024 ist Martin Semmelrogge 69 Jahre alt und seine Rolle als Leutnant 2WO in Das Boot ist immer noch einer der denkwürdigsten Höhepunkte seiner Karriere. Mit einer Kombination aus talentierter Schauspielerei und einem tiefen Verständnis für die Psychologie der Figur trug Semmelrogge zum durchschlagenden Erfolg des Films bei und half dem Publikum, das Leiden der Soldaten im Kontext des erbitterten Kriegsgeschehens besser zu verstehen. Nummer 6. Bernd Tauber, der Kriechbaum im Film Das Boot 1981 spielte, hinterließ mit seiner Rolle in dem berühmten Werk über das Leben unter dem Meer im Zweiten Weltkrieg einen tiefen Eindruck. Tauber wurde am 7. Mai 1950 geboren, als er an dem Film teilnahm, und war erst 31 Jahre alt. Mit Das Boot hat Regisseur Wolfgang Petersen ein Werk geschaffen, das die Herausforderungen, denen sich die U-Boot-Besatzung U-96 im Kontext eines brutalen Krieges gegenüber sieht, realistisch widerspiegelt. Kriechbaum, gespielt von Bernd Tauber, ist eine multidimensionale Figur, die dem Publikum ein Gefühl von Nähe und Vertrautheit vermittelt. Im Film wird Kriechbaum als Mitglied der Schiffsbesatzung dargestellt, dessen Aufgabe es ist, technische Unterstützung zu leisten und den Betrieb auf dem Schiff aufrechtzuerhalten. Tauber zeichnete das Bild eines Soldaten, der nicht nur intelligent und pflichtbewusst ist, sondern auch die Müdigkeit und Angst von Menschen zeigt, die unter stressigen und harten Bedingungen tief im Meer leben müssen. Eine der Stärken von Taubers Schauspiel ist die Fähigkeit, die Psychologie der Figur realistisch auszudrücken. Kriechbaum sieht sich regelmäßig mit Situationen konfrontiert, in denen es um Leben und Tod geht und bei denen Leben und Tod nur eine Fehlentscheidung entfernt sind. Die Angst und der Druck, die er erlebte, ließen das Publikum den Schmerz und die Unsicherheit der Soldaten während des Krieges spüren. Tauber gelang es, Kriechbaums psychologische Transformation zu zeigen, von Momenten der Spannung bis hin zu Momenten der Solidarität und Hoffnung zwischen Teamkollegen. Neben den angespannten Situationen bringt Taubers Charakter in schwierigen Momenten auch eine Prise Humor und Optimismus mit und sorgt so für Ausgeglichenheit in der Geschichte. Kriechbaums Interaktionen mit anderen Besatzungsmitgliedern verleihen der Figur nicht nur Tiefe,
sondern helfen dem Publikum auch, den Teamgeist und die Bindung zwischen den Soldaten besser zu verstehen. Im Jahr 2024 ist Bernd Tauber 74 Jahre alt und seine Rolle als Kriechbaum in Das Boot ist noch immer einer der denkwürdigsten Höhepunkte seiner Schauspielkarriere. Mit seinem feinen schauspielerischen Können und seinem tiefen Verständnis für die Psychologie der Figur trug Tauber zum Erfolg des Films bei, indem er das Leben der Soldaten im Kontext des harten Krieges anschaulich und realistisch darstellte und so ein bleibendes Erbe im Herzen des Publikums hinterließ. Nummer 7. Erwin Leder, der Johann im Film Das Boot 1981 spielte, liefert in diesem Klassiker eine denkwürdige Leistung ab. Leder wurde am 30. Juli 1951 geboren, als er an dem Film teilnahm, und war erst 30 Jahre alt. Das Boot, unter der Regie von Wolfgang Petersen, zeichnet sich nicht nur durch realistische Kriegsbilder aus, sondern schildert auch eindringlich die Psychologie der Soldaten auf dem U-Boot U-96 im Zweiten Weltkrieg. Johann, die von Erwin Leder gespielte Figur, ist eines der Besatzungsmitglieder und spielt eine wichtige Rolle im Schiffsgeschehen. Im Film wird Johann als widerstandsfähiger und entschlossener Soldat dargestellt, der stets bereit ist, sich den Herausforderungen unter den harten Bedingungen des Lebens auf See zu stellen. Leders Leistung zeigt nicht nur seinen Mut, sondern auch die Angst und Unsicherheit, unter der er angesichts des Todes und der Gefahr von Angriffen litt. Eines der Highlights von Erwin Leder als Johann ist seine Fähigkeit, die psychologische Entwicklung der Figur darzustellen. Er ist nicht nur ein Soldat, sondern auch ein Mensch mit eigenen Gefühlen und Gedanken. Johann äußerte häufig Sorgen um die Zukunft und das Gefühl, in einem nie endenden Krieg gefangen zu sein. Leder schilderte einfühlsam Johanns Einsamkeit und Müdigkeit und ließ das Publikum den psychischen Druck spüren, dem die Soldaten während des Krieges ausgesetzt waren. Schwanz. Neben den angespannten Momenten bringt Johann auch ein wenig Licht in den Film und zeigt den Teamgeist und die Verbundenheit der Crewmitglieder. Johanns Interaktionen mit anderen Charakteren, insbesondere in schwierigen Situationen, schaffen eine Atmosphäre der Solidarität und Hoffnung inmitten extremer Belastungen. Im Jahr 2024 ist Erwin Leder 73 Jahre alt und seine Rolle als Johann in Das Boot bleibt einer der Höhepunkte seiner Karriere. Mit hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten und einem tiefen Verständnis für die Psychologie der Figur trug Leder zum Erfolg des Films bei, indem er das Leben der Soldaten im Kontext eines brutalen Krieges realistisch darstellte und so einen tiefen Eindruck bei Publikum und Filmkritikern hinterließ. Danke fürs Zuschauen. Bitte liken und teilen Sie das Video und abonnieren Sie unseren Hollywood-Prominente-Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.